Mein Name ist Jan-Müller Michaelis. Ich bin in Gamer-Kreisen auch bekannt unter dem Pseudonym Poki und ich bin Mitgründer und Creative Director bei Dedelic Entertainment und als Spieleautor für Titel wie Edna bricht aus oder die Deponia-Reihe hauptverantwortlich gewesen. Natürlich gibt es Kreativität in Games. Also erstmal auf der Schaffensseite ist es eigentlich gar keine wirkliche Frage, denn Games sind halt eigentlich fast das ultimative Multimedia-Produkt, das Unterhaltungsprodukt schlechthin, also quasi die Königsdisziplin. Wenn du halt irgendwie ein Buch schreibst, dann bist du halt ziemlich eindimensional. Du hast deinen Text, mit dem du halt spielen kannst. Bei Filmen hast du halt schon Bild und Ton mit dazu. Und bei Games kommt halt eben noch oben drauf die Interaktivität, was dir nochmal einen ganzen Kosmos an Möglichkeiten verleiht. Das heißt, auf der Schaffensseite musst du halt schon wirklich sehr kreativ sein. Und entsprechend steckt natürlich auch sehr viel Kreativität in Spielen. Ich schätze mal, die Frage zielt eher darauf ab, ob man auch kreativ spielen kann. Und das ist natürlich eine Frage, die ich ebenfalls mit einem ganz vehementen Ja beantworten möchte. Denn Spiele können halt alles Mögliche sein. Spiele sind halt eben durch diese Vieldimensionalität, sind sie halt in der Lage, viele Dinge zu tun, die man eben beim Film oder beim Buch oder beim Theaterstück nicht so direkt machen kann.